Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. Wir haben Sandsturm, nicht schön. So, jetzt brauche ich aber gerade mal den anderen Hut. Ich habe keinen Sandhut. Habe ich die alle verkauft? Muss jetzt aber gerade mal gucken. Was haben wir denn da? Warum habe ich es da noch? Packen wir mal dahin. So, habe ich tatsächlich keinen Sandhut mehr. Sonst muss ich da aber noch schnell einen machen. Little Lamp Doll. Achso, das ist die Puppe, genau. Den Ofen, den kann ich noch verkaufen. Sonst haben wir hier nichts, was ich da reintun könnte, ne? Adlerflöte. Action Boots. Ne, dann gucke ich jetzt mal weiter nach einem Hut. Habe ich die tatsächlich alle abgegeben? Ich dachte, ich hätte einen behalten. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Das war natürlich unklug. Ja, dann sind wir einmal durch. Okay, ich mache erstmal den... Muss ich den hier machen? Nee, den muss ich nämlich da machen. So, Sandausrüstung. Stell mal eine her. Derweil bespaß ich gerade mal die Hennen. Und unser Plüschtier und kümmere mich um alles. Das sollte dann auch zeitlich hinhauen. So, Kartoffeln können wir noch hinzufügen. Oh, es gibt nichts. Sandsturm, ja. Das macht natürlich durchaus Sinn. So, da haben wir das silbweiße Kupfer. Das können wir auch nochmal weiter in Auftrag geben, dass wir da noch mehr kriegen. Da machen wir noch voll. So, den können wir mitnehmen. Den füllen wir auf. Den füllen wir auf. Den füllen wir auf. Und den hier natürlich ebenfalls. Ja, der ist auch leer. Hut ist noch nicht fertig. So. Wüstenfuchs. Plaudern wir ein bisschen. Und geben ihm den Wurm. So. Welchen Tag haben wir eigentlich heute? 13. Am 20. kommt der mysteriöse Mann.
20. kommt der mysteriöse Mann. So, wir können die Power Cell machen. Sekunden braucht er noch. Mir fehlen Chromstahlstangen, aber ich könnte mal kurz... Kurz raus sollte gehen. Brief von Justice. Mabel said you spoke to her about Elsie. She's decided to give Elsie some... Also sie ist bereit, Elsie einigen Platz zu geben. Also ja, Mabel hat erzählt, dass ich mit ihr über Elsie geredet habe und sie ist bereit, Elsie mehr Platz zu geben. I still think we should go get her since it's unsafe out there. But I'll respect the parents' wishes and believe in Elsie's as well. Also ja, wir sollten ihr sagen, dass es halt da draußen unsicher ist und er respektiert sowohl die Wünsche der Eltern als auch die von Elsie. Wer ist Justice nochmal? Ach so, Justice ist eine der... Dings. Eisenerz plus 14. Sehr gut. Das heißt, wir können hier durchstarten mit Chromstahlstangen. Magnesiumlegierung. Für was brauchen wir die denn? Ja, dann brauchen wir noch den zweiten Industrieofen. Den bauen wir jetzt aber. Den könnten wir gerade mal hier hinstellen. Den hier hin. So, mein Hut ist fertig. Sandausrüstung. Sehr gut. Jetzt sollte ich die auch anziehen können. Sehr gut. Dann können wir durchstarten. Erstmal holen wir uns... Was ist das? Eine Feder. Sind die noch von der Quest, ne? Wo wir den... Den Dude... dem Raben gefolgt sind. Das holen wir gerade und dann gehen wir zur Ziviltruppe. Und gucken mal, was uns erwartet. Wegen neuen Aufgaben müsste ich auch noch wieder gucken. Dringend. Ich will ja nicht den ersten Platz aberkannt bekommen, ne? Nicht, dass der Jan da wieder Erster wird. Das wollen wir ja nicht, ne? So, gucken wir mal, was passiert. Ach, genau. You are sure this even... Bist du sicher, dass ihr das machen wollt? Ja, es ist lediglich ein Produkt des kollektiven Wissens von all der menschlichen Historie, also der Vergangenheit. Wie schwer hart kann das sein? Karl, if you please, also würdest du tun... Systems rebooting run fast of smell.exe loading, also er startet und lädt. Complete. Ah, it's you, the most beautiful creature in the world and associates. Ihr seid die wunderbarsten Wesen der Welt. Ha, hey, the robot likes you, Carl. Ja, der Roboter mag dich, das ist süß. Was ist mit dem Spiegel? How do I rank on the Beauty Scale, wie kann ich da, ja, in der Skala der Schönheiten quasi aufsteigen? Top 10, for sure.
Ja, Top 10, also ganz sicher. Can we keep her justice? Can we? Can we? I do know this is all starting to seem kind of... Ja, also er denkt, es ist... Es scheint immer noch sehr gefährlich zu sein. 2 out of 10. Also 2 von 10. What? Things busted. Everybody knows justice. It's a solid 10. Was? Jeder weiß, justice ist eine solide 10. I've heard 9 before, but thank you, Heidi. Also er hat gehört, er wäre eine 9 von 10, aber danke, Heidi. Dein Support ist ja beeindruckend. I reckon this thing is still bent out of shape, cause I put this rusty butt behind bars. Keep it up, Buster, and we might have ourselves a repeat of our little dance back in the cave. Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt, was er da genau sagt. 3 von 10. Ja, ja. Moving up in the world. Also geh in die Freiheit. Alright, Mirobot, or whatever you are called. Also, okay. Spiegelroboter oder wie auch immer du genannt wirst. Was ist your deal? Way I see it, we can study you just fine from the side of these here bars. But let's say we did let out you off here, then what? Ja, also es ist schwer, den natürlich durch die Gitterstäbe zu erforschen, aber sie sagt natürlich auch nicht, dass man ihn freilassen kann. I am Rosie, my purpose is to serve the most beautiful creature in the world. Also sie ist Rosie und ihre Aufgabe ist es, zu beschützen, die wunderschönsten Wesen der Welt. Karl, hold up, I'm not buying it. This thing definitely tries to murder us. Let's get key in here to like. Flip the switch that makes the evil or something. Ja, also er traut ihm nicht und weil das Ding hat dann halt versucht uns zu töten. Wir sollen Key reinlassen, dass er das Ganze mal untersucht und vielleicht den Schalter entsprechend umstellt. Der sagt allerdings, er wäre nicht interessiert. Nicht interessiert? What's more scientific than a gosh dang? Also, was kann wissenschaftlicher sein als wie so ein Roboter? Director gets 1 out of 10 for not being interested in me. Ja, der Key bekommt dafür eine 1 von 10, weil er nicht an ihr interessiert ist. Can't it? Tin can. Quit waiting, people. Hör auf, People, also hör auf, die Leute zu kategorisieren oder zu bewerten. Das sagt mir gerade gar nichts. So, it does respond to commands. Also es reagiert auf Befehle. Negative Correction. Request to suspend fairest of them all. Application and process has been acknowledged. Acknowledged and ignored. Also nee, negativ, sie reagiert nicht auf Befehle. 2 von 10. Guys, I'm pretty close to shooting this thing. Also er ist dabei, kurz davor, das Ding zu erschießen. Only my master can issue commands. You, the most beautiful creature in the world. Also ich bin der Einzige, der ihr Befehle erteilen kann. Stop being annoying. Stop rating people. As you wish, also wie du wünschst, mein Herr. Hey, Mirobu, wait me. Also, request denied. Ja, er darf nicht. Hat der Chef befohlen. Hey, look at that. It's really list. Also, schau an. Es hört auf dich, Karl. Well, well, we can't... Be sure, this could be some kind elaborate ruse. Also es kann sein, dass es ein Trick ist. Ein Roboter-Trick. Oder Täuschungsmanöver. Plus, like I said, Sing tried, also denkt dran, das Ding hat versucht uns zu töten. Ja, es bleibt erstmal im Gefängnis.
Maybe. Fair enough. My working theory is that this AI only attacked you because its old master commanded it to you. Also ihre Theorie ist, dass dass der Roboter uns nur attackiert hat, weil eben ihr alter Chef das befohlen hat. Which does raise certain questions as to why the Meros thought the evil queen was the most beautiful creature in the world. Was natürlich die Frage aufwirft, warum dachte das der Spiegel, dass diese Ratte das am schönste Wesen der Welt sei. She changed, also sie hat sich geändert. Well, anyway, Justice. If we can prove she's not crazy, can we let out and study her? Also wenn wir beweisen können, dass sie nicht verrückt ist, können wir sie dann freilassen und sie studieren. Okay. Sure. Yay. Yay. But I mean definitely prove. Also er meint definitiv beweisen. Get some experts on the telegraph. Really figure this thing out. Alright. Also wir brauchen mindestens irgendwelche Experten, die das Ganze dann halt wirklich bewerten können. Ja, und Heidi will machen. Alright. Well to outer head off. Enjoy the rest of your day. I got a whole mess of paperwork to fill out. Ja, also wir sollen jetzt gehen. Er muss noch eine Menge Papierkram erfüllen. So long. Gefängniszelle, okay. Aber mit ihr da drin kann ich nicht. Wait for news, das machen wir. Was haben wir da noch? Wir sollten... Was ist das? Ach, so ein Ding, den kriegen wir... Ein Pinguin. Machen wir mal die Hyäne. Da weiß ich nämlich, wo die sind. Pinguine weiß ich auch, wo die sind, aber... Zu den Hyänen ist es, glaube ich... Ja, wobei von hier aus wäre es gar nicht mal kürzer. Bestellung abschließen. 9 Hyänen müssen wir holen. Hippo-Hop-Hyänen. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Pinguine wären wahrscheinlich doch näher gewesen, aber egal. Ich überlege gerade, ob wir dann noch in die Ruine gehen. Bei den Maulwürfen, das könnten wir eigentlich tun. Zwei haben wir. 7 brauchen wir noch. Sind hier noch welche? Oh. Was ein lauschiges Plätzchen. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. So, da haben wir noch 2 Hyänen. So. 5 brauchen wir noch. Wo ist denn das Alpha-Tierchen hin? Da oben. Ich
So. Wobei das ja nicht zählt, weil es keine richtige Hyäne. Es ist eine Alpha-Hippo-Hop-Hyäne und keine reine. Ist noch eine Alpha. Egal. Egal. So, hier müssten noch zwei Hyänen sein, genau. Und die zwei brauchen wir. Sehr schön. Bestellung abgeschlossen. Dann würde ich jetzt aber trotzdem kurz in die Ruine noch gehen. Also in die Maulwurfsruinen-Dings, tralala. Dann können wir da nämlich noch was abbauen. Ich glaube, da kriegen wir Aluminiumerz und sowas her. Ja, wollen wir. 500 Golds für das Ticket ausgeben. Hier kriegen wir nämlich jetzt Ruhe. Aluminiumerz, genau. Brauchen wir auch. Aluminium. Da ist noch. Ist alles so ein bisschen durchsetzt von Aluminiumerz. Deswegen nehmen wir das mit. So. Das auch noch. Jetzt kann ich immer hier auch Eisenerz kriegen. Graphit kriegen wir auf jeden Fall. So, wir haben jetzt auch schon 18 Uhr durch, dann würde ich sagen, verlassen wir die Höhle. Das können wir jetzt hier durchmachen. Und dann gucken wir, dass die Quest noch lösen. Dass wir das noch dem Justin oder wem auch immer, Justin war das, glaube ich, bringen. Da hoch müssen wir, dann nehmen wir die Station.
bietet sich an. Ah, unsure war's. Okay. So, Auftrag. Hey, danke, dass du das Ding für mich erledigt hast. Monster können hart sein, aber zum Glück gibt's Leute wie dich, die wissen, wie man Monster auf hohem Niveau bekämpft. Nicht erwischen lassen. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja, mit Mien muss ich bis zum 20. warten. Leider. So, aber ich könnte mal gucken, ob wir jetzt genug Magnesium-Dings haben, um... So, jetzt können wir die Mütze ausziehen. Um den Ofen fertigzustellen. Sehr schön. So. Nee, das ist der falsche. Dies ist der falsche. Den da brauchen wir. So, sehr gut. Für irgendwas brauchten wir Magnesium-Aluminium-Legierung. Machen wir mal. Haben wir noch Nee, haben wir nicht. Okay. Dann füllen wir die hier noch auf. Füllen den Ofen noch auf. Wasser kann ich eigentlich machen? Schon ein paar. So, den füllen wir noch auf. Ich gucke gerade mal, was unser... Oh, das ist auch fertig. Gerade gucken. So, jute Melonensamen, sehr gut. Dann könnte ich hier noch den Dings mal anwerfen. Dass der uns Segeltuch herstellt. Haben wir hier auch irgendwas? Garn, können wir auch nochmal welches herstellen? So. Haben wir hier irgendwas, was wir brauchen? Nee. Hab ich noch irgendeine Quest, die nicht aktiv ist? Nee, Fall von Grace. Ist aktuell die einzige. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.